der RBB und filmt den DOC. Man freut sich auf den großen Tag, wenn man Reklame mag. Ein Team von 4-5 Mann schleppt Ausrüstung heran. Man prüft die Kamera, Bild und Ton und taucht das Mikrofon. Andreas ist für uns der Mann, der auf die Frage Antwort geben kann. Nach unserem Tauchrevier, das ist bestimmt nicht hier. Die Aussicht ist zwar wunderbar, der See jedoch nicht klar. Die Kamera, die braucht noch jemanden, der taucht. André besitzt dazu den Mut, davor ziehen wir den Hut. André, der ist für uns der Mann, der auf die Frage Antwort geben kann. Wie ist denn heute die Sicht? Hat man da unten Licht? Die GoPro filmt das kühle Nass und André macht es Spaß. Er zeigt dem Regisseur, das Tauchen ist nicht schwer. Im DOC lernt man's geschwind, egal ob alt, ob Kind. Und wieder ist Andreas unser Mann, der auf die Frage Antwort geben kann. Wie hoch ist denn der Preis für all den Taucherscheiß? Computer, Kompass, Neopren und wo kauft man das denn? Wie fit muss man denn sein für einen Taucherschein? Wie oft man denn zum Training geht, bis man die Kunst versteht? Als all die Fragen sind erschöpft, haben wir uns den Reporter vorgeknöpft. Sie müssen das verstehen, wir wollen das alle sehen. Er nannte uns die Sendezeit und wir haben uns gefreut. Nun warten wir gespannt, wer jetzt kommt dann gerannt, will Mitglied werden in unserem Club, bis wir sind ausgebucht. Na 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 na. Die kam. Oh, scheiße, nochmal. Wie oft man denn zum Training geht, bevor die Kunst ver. Bis. Nee. Andreas ist für uns der Mann. Oh Mann. Nochmal.